Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Creative Gimp Arena. Und in diesem Video geht es um das Käfig-Transformationswerkzeug. Und das ist dieses. Kann man mit Umschalt und G auswählen oder eben draufklicken. Da hat man das Werkzeug ausgewählt. Käfig erstellen oder anpassen. Käfig formen, um das Bild zu verformen. Die Originalposition des Käfigs mit einer Farbe füllen. Das sind diese Objekte, die ich einstellen kann. Und mein Werkzeug, oder ich habe das Werkzeug schon öfter benutzt, für Flammen anzupassen. Ihr könnt aber auch mit anderen Objekten arbeiten. Ihr könnt es auch direkt mit der Frau probieren. Ich wollte eine Flamme nehmen. Die muss ich noch freistellen. Das ist ganz einfach. Ich gehe auf den Modus und wähle mir Bildschirm. Und dann nehme ich lieber Farbe, nehme ich lieber Addition, wie sieht es schöner aus. Nehme ich Bildschirm. Obwohl. Nee, so ist besser. So, jetzt kann ich mir das, bevor ich jetzt anfange, hier mal passend schieben. Da wieder eine angenommen. Irgendwie hat meine Maus einen Schaden. Hä? Und jetzt ein M. Achso, ich bin hier hinten noch auf Fahrt, deswegen ging es nicht. Da habe ich was anderes getestet. Gut, jetzt habe ich mir hier mal die Flamme hingesetzt. Jetzt wähle ich dieses schöne Werkzeug aus und muss jetzt einen Käfig festlegen. Tue ich, das könnt ihr machen mit so viel wie ihr wollt. Ich würde fast sagen, umso mehr Ankerpunkte, umso genauer kann man arbeiten, umso weniger, umso ungenauer kann man arbeiten. Für dieses Beispiel müsste so funktionieren, sofern ihr den Käfig geschlossen habt oder mit Eingabetaste bestätigt habt, wird der Käfig brechend. So. Und alles, was ich jetzt tue, kann ich, wird dann eben auch neu berechnet. Bei jedem Zug, wenn ich jetzt hier gezogen habe, kann ich hier weiterziehen, auch wenn er berechnet. Es dauert nur immer ein bisschen, wird alles nachberechnet. Ich möchte jetzt diese Flamme näher an das Modell bringen. Muss natürlich aufpassen, dass ich mir nichts wegschneide. Also muss ich ein bisschen Platz behalten. Die Flamme wird breiter, muss man gucken, ob man hier nacharbeiten muss. Warte ich mal kurz. So, den habe ich vergessen. Gehen wir den mal rüber. Ihr könnt das Ganze aber auch, wenn man sowas anpassen möchte, kann man aber auch das Ganze mit dem Warp Transformation Tool machen. Das wäre auch möglich. Da ist es euch überlassen, wie ihr sowas bearbeitet. Oder für was ihr dieses Käfig Transformations Tool eben anwendet. Ich ziehe jetzt hier nochmal kräftig rüber. So. Und genauso wendet man, kann man dieses Werkzeug anwenden. Man muss immer ein bisschen warten, bis es skaliert ist. Bis es berechnet ist, sofern man die Maustaste loslässt. Aber ansonsten funktioniert das Werkzeug eigentlich recht gut und zuverlässig. Und man kann eigentlich schön damit arbeiten. Es ist zwar so, dass das gut, ich finde, man kann gut mitarbeiten, aber ich finde, dass Formgitter beziehungsweise auch das über das Vereinigte Transformieren, Photoshop, das Verformen schöner ist wie über diese Variante. Es ist aber, wenn man mit GIMP arbeitet, das, was zur Verfügung steht, und damit kann man eigentlich recht gut arbeiten. Da ich jetzt hier zu wenig Punkte gesetzt habe, kann ich diese Flamme hier, also den oberen Bereich, rüberziehen. Müsste ich jetzt eben, wenn ich das unbedingt hier anlegen möchte, eben mit dem Pixel verschieben oder Bereich verschieben, mit dem Warp Transformation, dann könnte ich das hier rüber pinseln. Ich wende jetzt einfach mal den Käfig an, jetzt habe ich bestätigt, jetzt ist es angewendet und meine Flamme wurde eben an das Modell angepasst. Hier an das Bein, umso mehr Punkte man sitzt, umso genauer kann man arbeiten. Jetzt kann man hier hingehen, kann sagen, Käfig formen, um das Bild zu verformen. Mache ich jetzt hier einfach nochmal einen Käfig. So, jetzt wird hier neu berechnet. Kann je nach Rechnerstärke auch ein bisschen dauern. Deswegen
Ordnung. Jetzt kann ich das Bild verformen. Hoppla. Jetzt kann ich das Bild verformen. So, jetzt kann ich es auch verformen, das Bild. Jetzt habe ich, ich wende mal an, das gesamte Bild verformt. Nö, sieht man eigentlich kaum, weil das kann auch durch den schwarzen Hintergrund kaum auffallen. Hier könnte ich jetzt den Käfig mit Farbe füllen. Ich probiere es hier einfach mal, dass ich hier einfach mal einen Käfig ziehe. So, den möchte ich mit Farbe füllen. Wird berechnet. Habe ich selbst noch nie gemacht, den Käfig mit Farbe gefüllt. Deswegen probiere ich das jetzt live mit euch aus in diesem Video. So, jetzt wird der Käfig berechnet. Und jetzt probiere ich aber mal, wenn ich hier eine schwarze Farbe nehme und ziehe es rein, ist das Ganze eben komplett schwarz. Binauswahl. Dem Model ist nichts passiert, aber die Ebene, die aktiv ist, die wird schwarz gefärbt. Und das Ganze kann ich dann eben nichts verschieben, weil ja keine Ankerpunkte mehr da sind. Die habe ich aber durch das Färben verschwinden lassen. So. Das war das Video zum Käfigtransformationswerkzeug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.